Was da, Freunde, wir machen weiter mit der nächsten Reaction heute und zwar zum neuen Song von Haftbefehl und zwar 1999 Part 5. Part 4 kam vor, ich glaube, ungefähr 2 Wochen raus, kam keine Reaction, warum auch immer. Ich habe es mir irgendwie, eigentlich vorgenommen gehabt, aber ich habe irgendwie keine Zeit gehabt und habe es irgendwie nicht untergebracht. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir reagieren heute dafür auf Part 5. Ja, der erste Teil kam, by the way, vor fucking 5 Jahren raus, ja. Also schon ganz schön lange her. Grüße gehen raus an dieser Stelle an Maschinen. Wir waren vorhin im Discord gewesen und haben so ein bisschen über Haftbefehl geredet, also schon, muss man sagen, so auf No-Lutsch-Basis, aber der Typ ist einfach eine Legende, ja. Und ich habe mir auch vorhin sogar nochmal nur 6-9 angehört, das ist auch einfach so ein, also für mich persönlich eins der besten Lieder von ihm, ja. Ich würde sagen, Freunde, wir kommen zur Reaction. Es kam heute, by the way, schon sehr viele online, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Let's go. Alleine das so zu hören, so diese alte Vibe, so als würde man irgendwie in der Zeit so komplett zurückfallen, irgendwie mega nice. Achso, by the way, ne, das Video, das ist absichtlich so, dass das so ein bisschen so laggt und so. Also liegt jetzt nicht an mir oder an der Aufnahme. Meine Brüder stehen mit Gummistiefeln in der Badewanne, Schaufel in der Hand, stellen selber Speed auf, werf nach Rheinland-Pfalz. Ich grüß die Nordi, Antonino, Salam, Hannibal. Boah, ich schwöre, ne, Digga, das ist einfach so, als würde einen das so in die Vergangenheit ziehen, dieses Lied. So allein dieser Beat nur und diese, oh, das ist einfach so eine nice Atmosphäre, diese Pitch-Stimme, die mit drin ist und so. Ach, nice. Brüder robben Banken mit Designermassen, Karneval. Das RBA nach Kaiserslautern, was willst du schon von 30 Kilo? Haschtaschen, ein auf Scheiß drauf. Und ich schreib den Text auf Cover nachts in meiner Villa. Währenddessen schmeißt die Integral-Mafia ein. So ein nicer Beat, ey. Das Ding ist, ich würde das am liebsten komplett einfach nur durchlaufen lassen und so auf mich wirken lassen. Digga, ich schwöre, das ist einfach ein so nicer Song. Geht wahrscheinlich leider nicht, weil sonst gesperrt wird und das wäre dann auch schade. Deswegen ab und zu müssen wir stoppen, aber. Ja, das ist irgendwie so richtig so, keine Ahnung, also das, man will einfach nicht pausieren, man will das einfach komplett auf sich wirken lassen, durchhören einfach. Ein Leiche in den Hudson River, diese Sätze brechen Wände so wie Pink Floyd. Deepe Message in die Fresse, Digi, enjoy. 3 Gramm Koks im Blut, literweise Blue Label, wenn ich schalke, 20 Jahre Drogen war, warum ich mich schizophren verhalte. Nachts am Block in Offenbach mit Ars nach dem Bängern. Hey, kein Spaß blamen. Hat die Rockstars Nerds, gib mir Wodka, Schatz, komm und blass mein Penis. Kopf in Stadt. Ey, das Ding ist, ne, es kamen heute viele Songs raus und ich habe bisher auf viele reagiert und bisher war kein schlechter dabei, aber wenn ich mich entscheiden müsste, Real Talk, auch wenn ich diese ganze Sache alle gefeiert habe und so, ja, egal was ich abgecheckt habe heute, aber ich weiß nicht, so von der Atmosphäre, das catcht mich einfach am meisten. Also wie gesagt, alleine dieser Beat, generell die Beats, die er schon immer hatte, die fand ich immer mega, mega nice. Auch das hier wieder so ein typischer Beat einfach halt für ihn, so von der Atmosphäre her. Es ist einfach nice, wirklich. Doch ich schraub das Gas, den Oscar, reife Maybach, Mercedes. Pack die Pumpen ab, mit Glock am Sack, fuck auf, komm, spiel ein Maybach, Baby. Nachts am Block in Offenbach, mit Ars nach dem Bängern. Hey, kein Spaß blamen. Hack die Rockstars, Nerds, gib mir Wodka, Schatz, Schell, komm und blass mein Penis. Kopf in Stadt, doch ich schraub das Gas, den Oscar, reife Maybach, Mercedes. Pack die Pumpen ab, mit Glock am Sack, fuck auf, komm, spiel ein Maybach, Baby. Nachts am Block in Offenbach. Hey. Boah, Digga, diese Pitch-Stimme, die mit drin ist, Alter, die ist zu krank. Auch wie die Stimme so ein bisschen, also jetzt da an der Stelle ist halt gerade so telefonfiltermäßig drüber, aber vorhin generell so diese Stimme, so dieser Oldschool-Stil, wie das abgemischt ist irgendwie, keine Ahnung, das ist einfach, das ist halt so, dass das sticht halt gerade mega hervor irgendwie so, wisst ihr, wie ich meine? Diese ganzen neuen Sachen, ich feiere das alles, aber ich bin auch so ein Typ, sag ich mal, auch wenn es bei um Filme und sowas geht, ich gucke mir bei Filmen zum Beispiel eigentlich fast keine neuen an, nur so alte Sachen halt. Ja, so komplette Klassiker, auch Scarface in die Richtung halt. Ja, und auch bei der Musik so ab und zu in der Playlist sind mal so Lieder mit drinnen halt, die wie gesagt schon älter sind und ist nice, sowas ab und zu zwischendrin mal zu hören. Auch dieser Song wird safe in die Playlist kommen. Ja, also wirklich safe. Hey! Nachts am Block in Offenbach! Hey! Nachts am Block in Offenbach mit Ars nach dem Bängern! Hey! Kein Spaß nehmen! Bruder, ich hab geschrieben bis eben gerade wieder. Ich brauche eine Auszeit.
Ja, alles gut, Bruder. Ich bin geduldig, Bruder. Auch nice, so die Idee, diese ja, Audio-Nachricht mit reinzubringen, also mit reinzuschneiden, ist auch nice. Freunde, das ist einfach so ein nicer Song. Ich weiß, es kostet alles viel Kraft und viel Zeit, aber es wird wirklich, ich glaube, das Beste, 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 Beste. Und Bruder, ich höre gerade das Album, ne? Es ist einfach, du bist einfach der krasseste Produzent. Weißt du, wie ich in dieser Platte stecke, Bruder? In diesen Lyrics, die du hörst, die ich dir schicke, Bruder. Weißt du, wie, was dahinter steckt, Bruder? Jedes Wort, jeder Satz. Es war, Bruder. Ankunft von Dajjal, 12 Uhr abends, Frankfurt Bahnhof, Taunusstraße verdeckt, Hals, Mund und Nase mit Turban. Es ist halt auch nice generell bei den Songs, wie halt immer so diese Story erzählt wird, die sich immer so komplett weiter durchzieht und so sehr, sehr chronisch nice. Augenrot, was guckst du so? Brauchst du Koks? Hast du dich verlaufen und einen Sohn? Nein, ich brauch Haslo, Steine im Monaco, Crack im Mund, Märzszene, verlorene Seelen, versorgt die Szene, Frankfurt ist Jahannem, da habt ihr mehr zum Besen, geht verreckt, ihr Hurensöhne, sag mal, leg zum Gurten und steigt ein in den SL Mercedes. Sehr, sehr nice. Hier nochmal Werbung für die Box. Ja, mal gucken. Eigentlich müsste ich mir die Box holen. Ja, eigentlich schon. Aber ich kann mir leider nicht alle Boxen holen. Es gibt so viele. Und ja, wie gesagt, sind immer nicht. Also, wenn man sich viele holt, dann irgendwann ja, wird das auch nicht mehr so günstig. Freunde, sehr, sehr nicer Song. Also für mich irgendwie einer der besten von heute. Wie gesagt, so auf seine komplett eigene Art halt wieder. Die anderen Teile, wie gesagt, sind auch sehr stark so. Ja. Das war's mit der Reaction. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ja gerne auf jeden Fall ein Like und ein Abo, da würde ich mich sehr drüber freuen. Aktiviert gerne die Glocke, Freunde. Und es ist ein Link zu einer WhatsApp-Gruppe, könnt ihr mir gerne schreiben. Generell einfach in die Gruppe irgendwas, Vorschläge für Videos und so. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach wieder bei der nächsten Reaction. Bis dahin, Freunde. Ciao.